steirischen Fall, dass ich dich doch mal besuchen mag. Wie komme ich denn eigentlich zu dir? Zu mir? Ja, in die Hölle. Ja. Das ist ganz einfach. Es gibt einen Bus. Direkt auf der Highway to Hell. Immer geradeaus. Da fährt ein Bus. Da fährt ein Bus. Das ist ja seltsam. Ja, Vater unser, dann solltest du vielleicht erstmal in den Bus schauen, was da für Typen drin sitzen. Denn ich bin Busfahrer, 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 ein Linienrekord, den es so gibt. Ich bin der Busfahrer, 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 und zwar der gerne Überstunden schiebt. Denn ich bin Busfahrer, 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 meine Plauze geht jetzt jedes Jahr ein Stück. Ich bin der Busfahrer, 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 und mein Schwanz kann ich nur sehen, wenn ich mich bück. Ich bin der Busfahrer, 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 all die Linienrekord, den es so gibt. Ich bin der Busfahrer, 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 der gerne Überstunden schiebt. Stö! Vater Simon, geht jetzt mal los. Mal gucken, was vor Gestalten heute noch hochstehen wollen. Jetzt geht's los am Rathaus. Ich möchte gerne nach Gerstorf. Ja, ich will. Aber das ist ja ein total hässliches Kind. Unerhört eine Frechheit. Da kann ich gar nicht glauben. Habt ihr das gehört? Das ist ja alles sicher. Was denn? Hallo Sie, was machen Sie denn hier von mir? Du hast doch nicht einen Aufriss. Das ist doch verständlich. Was regen Sie sich denn so auf? Was ist denn verständlich? Dieser Dorfbusfahrer hat mein Kind beleidigt. Na, das geht ja wohl gar nicht, Kinder beleidigen. Gehen Sie mal nach vorn, ja. Klären Sie das mit dem Typen und holen sich eine Entschuldigung ab. Warten Sie, ich halte so lange Ihren Affen. Was? Na, das ist ja... Was muss denn? Aber anhalten, ich will hier raus. Mach Sie nicht raus. Das ist eine Nutte, die fängt vor Geld. Aber Oma,
Uhr, wenn das eine Nulle ist und die fickt, dann kriegt die doch ganz viele Babys. Was wird denn dann aus denen? Ja, Busfahrer. Das ist klar. Ja. Schön, mein Hase. Ja? Was soll es denn kosten? 100 Euro im Bett und für 25 Euro geht's auf den Teppich rund. Naja, warte mal. Bett, Teppich, Bett, Teppich. Hier hast du 100 Euro. Na Opa, im Bett ist doch immer noch am besten. Ach, scheiß aufs Bett, viermal Teppich! Langweilig in dem blöden Bus hier. Nun, mein Kleiner, Schule schon aus. Ja? Na und, wie bist du denn so in der Schule? Geht so? Wie sieht's denn in Mathe aus? Geht so. Soll ich doch gleich mal eine kleine Aufgabe stellen, wenn wir gucken, ob du drauf hast. Warte ab. Pass auf. Vor drei Wochen hat's Geburtstag gehabt. Und vor drei Wochen, bin ich 44 Jahre alt geworden. Kannst du mir sagen, Also bist du 44. Das kann doch nicht sein, wie kommst du da drauf? In meiner Straße wohnt eine Halbregion und da ist 22. Das aber jetzt nicht dein Akzent. Bengel, Rotzer! Schiebermann, wer schmeißt den ganzen Reis aus den Tresen?
ihr Namen so wie leise, Zina. Auch ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, Masse nicht aus. Ist okay, hast du ja auch noch nicht geübt. Ja. Why not? So, was ist wir? So, Donald Trump und ich haben genug Geld. That's peanuts for us. Ihr habt genug davon. Ja, ja. Na und dann, Türken, hier in Deutschland. Ey, was guckst du mich jetzt so krass an, Alter? Ausweiskontrolle, Terrorverdacht. Wir müssen hier kontrollieren. Halten Sie Ihre Papiere bereit. Nun, die junge Frau, Ihren Ausweis bitte. Ihren Ausweis. Was für ein Ding? Naja, das Ding mit einem Bild drauf. Sie sind ja auch Polizist. Ach, hätte ich gar nicht gedacht, dass Sie einer von uns sind. Gute Weiterfahrt. Bitte schön, junge Dame. Halt! Ihren Ausweis brauche ich auch noch. Ich muss hier raus, ich muss zur Arbeit. Nein. Ihren Ausweis muss ich auch noch kontrollieren. Ich muss mein Geschäft aufschließen, ja, Mensch. Was denn für ein Geschäft? Geht dich das an? Ja, natürlich. Ich bin die Staatsmacht. Na gut. Ausweis raus. Was für ein Geschäft hast du denn nun? Erzähl doch mal, was so wichtig ist. Ich bin Afterdehner. Was Afterdehner? Na, Afterdehner. Na, was macht man denn da? Wo nach links denn? Ja, fährt doch mal! Erklär! Ich will mir das nicht vorstellen, erklär's mir! Da kommen Leute wie du zu mir. Die wollen den Aftergedehnt haben. Verstehst du? Ja, und dann weiter? Nehme ich dann zwei Finger. Die stecke ich bei dem mit dem Hintern rein. Und dann dehne ich halt. Aha. Wie man so dehnt. Ja. Was ein bisschen mehr und noch ein bisschen. Dann nehme ich vier Finger und dann dehne ich weiter. Und dann dehne ich halt weiter. Bis da kannst du auch rein, was kannst du verstehen? Ich mag es mir nicht vorstellen. Verstehe ich schon gar nicht. Und dann? Wie weit geht das denn? Naja, manchmal dehne ich 1,60 Meter, vielleicht auch 1,80 Meter. Vielleicht 1,90 Meter, wenn es. Ist ja unglaublich! Was macht man denn mit so großen Arschlöchern? Die schlägt man dann in so eine Uniform wie dich. Die ersten Leute kontrollieren. Junge, deine Busfahrt ist hier zu Ende. Das ist Beamtenbeleidigung. Du wirst ja mal schön abgeführt. Bitte mal rein. Moment, Hauptmeister. Ich habe noch eine Frage. Ja, bleib stehen. Ihr jagt doch zur Zeit so diese Gruselclowns, die wir ja auflauern. Ne? Unentwegt mit allen Männern. Ja, und letztens ist mir so ein Gruselclown direkt vor dem Bus gelaufen. Stehen bleiben. Den habe ich dann komplett zusammengefaltet und weggeschickt. Und sehr gut. Und? Ja. Und dann, wo er raus ist, hat er noch was geflüstert. Ja, was hat er denn geflüstert? Ausweis, Papier und Führerschein. Du bist auch einer von der Sonne. Du kannst ja auch dein Bus gleich abstellen. Verhaftet.
ihr zwei im Hanseln, ihr seid mir schon die Richtigen. Ich muss doch mein Geschäft aufmachen, Mensch. Nein, du kannst dir mal selbst den Arsch verdienen lassen. Im Gefängnis. Kein Problem, dann komm ich vorbei, ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps, ich hab Stoff und Schnaps, deine alte Chirurgie, kein Problem, dann komm ich vorbei, ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps, ich hab Stoff und Schnaps, denn deine alte Chirurgie, guck mich an, sonst komm ich vorbei, denn ich bin flexibel, jetzt bin ich im Klo, steh vor Spiegel, ich werde nicht lügen, wir wollen was für den Essen. Höher Stand, bevor ich auf der Sprache bedienen, hier sieht alles easy, meine Schuhe dreckigen, nie gebettet, mich ist selbst. Ich bleibe lieb, ich komm mit Uniflex gelaufen und seelig, ich bleibe, ich hab kassiert.